Erneut ist es Bundesfinanzminister Schäuble gelungen, einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden vorzustellen. Gleichzeitig will er den Steuerzahler leicht entlasten. Wirtschaftlich geht es uns so gut wie nie zuvor. Wir haben Spielräume, geringe Spielräume, weil wir auch noch viel vor der Brust haben. Diese Spielräume werden wir nutzen für die Erhöhung des Kinderfreibetrages, des Grundfreibetrages. Wir werden was gegen die kalte Progression tun. Und wir werden auch in der nächsten Legislaturperiode daran arbeiten müssen, den Solidaritätszuschlag abzuschmelzen. Außerdem soll weiter in wichtige Zukunftsbereiche investiert werden. Das Budget des Bundesinnenministeriums zum Beispiel steigt um 6,9%. Geld, das vor allem in die innere Sicherheit investiert werden soll. So will Bundesinnenminister de Maizière in den kommenden Jahren allein bei der Bundespolizei 7.000 neue Stellen schaffen. Auch in die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wird weiter investiert. Der Etat für 2017 um 2,3 Milliarden aufgestockt. Das Ressort Bildung und Forschung verzeichnet ein Plus von 1,2 Milliarden Euro und hat sein Budget damit seit 2005 mehr als verdoppelt. Wir haben die schwarze Null im Haushalt wieder erreicht. Das ist wichtig. Das ist kein Fetisch. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Es ist unseriös, jetzt Geld auszugeben und kommende Generationen zurückzahlen zu lassen. Wir haben das aber hingekriegt, obwohl wir die Investitionen erhöht haben, obwohl wir mehr Geld für Bildung und Forschung ausgeben, obwohl wir wichtige Zukunftsprojekte im Bereich innere, äußere Sicherheit und Migration angehen.